herzlich willkommen zu unserer Top 10 Show. Highlights aus den letzten 10 Jahren Pearl TV. Die meistbestelltesten Produkte, die wir im Sortiment haben. Und bei den Produkten, die wir nicht mehr im Sortiment haben, möchten wir Ihnen gerne zeigen, wie sich die jeweils entwickelt haben. Und wir zeigen, wie sich das Produkt dann letzten Endes entwickelt hat. Und ja, wir starten mit unserem ersten Produktkasten. Ja, mit Platz Nummer 10. Der erste Artikel ist, oh Gott, ich muss mal überlegen, ich glaube so 2-3 Jahre oder was jetzt bei uns im Programm. Ich müsste nachschauen, ich habe nicht in die Statistik gesehen. Und er ist so klein und unscheinbar, oder? Ja, oh ja. Sieht so ein bisschen aus wie so ein bauchiger USB-Stick. Mhm. Ja? Der Artikel an sich ist klein und unscheinbar, aber das, was der kann, das ist sensationell. Bevor ich Ihnen den aber erkläre, meine einfache Frage, ihr beide seid viel mit dem Handy unterwegs. So viel Instagram und so weiter, soziale Medien, all sowas eben, ja. Absolut. Wenn ihr euch das Ganze auf dem kleinen Display eines Handys anschaut, wie ist das für euch? Zu klein, nicht also optimal. Zum Bilder bearbeiten oder so, ist das echt nicht schön. Ist doof, oder? Ja, ja, gerade wenn es so um Details geht und ja, so weiter, genau. Die hätte man gerne mal ein bisschen. Was würdet ihr so von 50, 60 Zoll halten? Boah, das wäre ein Traum. Wäre das eine Idee? Ja. Ja? Ja? Sag jetzt nicht, das ist hiermit möglich. Ja, genau das kannst du mit diesem kleinen Stick hier machen und Diana hat das gleiche Problem. Ich glaube, das Problem haben wir alle. Wie groß ist so ein blödes Handy-Display? Ja, 5, 6 Zoll, das sind so 10, 11, 12 Zentimeter. Und so schön wie Urlaubserinnerungen sein können, wenn man dabei war und man hat sich das Ganze angesehen, man macht die Fotos und findet alles großartig. Wenn man zu Hause sitzt und scrollt da mal so ein bisschen durch, dann denkt man immer, naja, war live von den Farben schöner. So 50, 60 Zoll sieht die Welt anders aus, oder? Das stimmt. Jetzt kannst du diesen Stick ganz einfach an einen freien HDMI-Platz auf deinem Fernseher andocken. Genauso wie du es mit deinem SAT-Receiver, deinem Kabel-Receiver, deinem DVD-Player oder was auch machen würdest. Verbindest ihn mit dem Strom und kannst dann kabellos, und das ist das Highlight daran, ganz einfach von deinem Handy, auch von deinem Tablet-Computer, von deinem Laptop oder von jedem internetfähigen Gerät, ganz einfach mal das Ganze kabellos auf den Fernseher übertragen. Das heißt, du hast dein Handy weiterhin in der Hand und kannst die Fotos zeigen, der Familie, Freunden und so weiter, auch wenn mal 5, 6 Mann auf dem Sofa sitzen. Aber das jetzt eben nicht auf dem kleinen Handy-Display. Das ist praktisch, ne? Gerade für uns, Monika. Ne? Und jetzt nach der Sommer, da machen wir natürlich noch mehr Fotos als im Winter. Ne? Und da muss dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr bearbeitet werden. Die Familie wird fotografiert und die Kinder, wenn sie welche haben. Und da ist es natürlich unglaublich prima. Absolut. Ja, und es ist so unglaublich einfach. Ja? Ja. Wie gesagt, einfach nur an einen freien HDMI-Steckplatz rein. Ein moderner Fernseher, so ein klassischer Flachbildschirm, hat in der Regel so 2, 3, 4 Anschlüsse im HDMI-Bereich. Da sind vielleicht 1, 2 von besetzt. Wie gesagt, vom SAT-Receiver für ihr Satellitenfernsehen, vom Kabel-Receiver für ihr Kabelfernsehen. Aber in der Regel werden noch 1, 2 Steckplätze frei sein. Da schalten Sie ganz einfach drauf um und streamen, so nennt man den Fachbegriff heutzutage, ganz einfach mal vom Handy auf den Fernseher. Ich muss nur dazu sagen, dass moderne Fernseher mitunter so etwas schon eingebaut haben. Nennt sich mitunter Miracast, um da nur mal ein Beispiel zu nennen. Es gibt verschiedenste Systeme, die das liefern. Aber Fernseher mit diesen Highlights, mit diesen Extras, die Smart-TVs, wie sie so schön genannt werden, kosten also in der Größe 50, 55, 60 Zoll in einer vernünftigen Qualität, mit einer vernünftigen Ausstattung, also schnell mal um die 1.500 bis 2.000 Euro, auch heute noch. Die billigen Dinger, die kriegen sie mittlerweile für 300, 400 Euro, aber die teuren liegen auch doch dick im vierstelligen Bereich. Mhm. Das hier kostet knapp 20 Euro, ja, noch nicht mal ganz. Und damit können Sie genau das machen, was ein moderner Fernseher für 1.000 Euro und mehr heute auch kann. Und ich glaube, so macht das doch wesentlich mehr Spaß. Ja, und so rüsten Sie sich schon mal perfekt aus für die kommenden Feiertage oder für den kommenden Urlaub, den Sie geplant haben. Damit machen Sie definitiv alles richtig. Sie bestellen mit der PX 24, 34 und der 5, 6, 9 am Ende für Festlichkeiten, auch Hochzeiten, vielleicht die Taufe fürs Patenkind oder dergleichen. Ganz, ganz tolle Geschichte. Und wir machen natürlich jetzt weiter mit unserem Platz 9, aber bevor wir mit dem Platz 9 weitermachen, müssen wir das natürlich noch mal ein bisschen ausschmücken, denn Carsten, ich bin so begeistert und muss noch mal betonen, meine lieben Damen und Herren, Sie müssen das Ganze bestellen, denn es stehen so viele Feier- und Festtage an. Und da benötigt man das natürlich, denn wir möchten das festhalten, wir möchten das genießen. Hm. Ne? Ja, ist so. Genau. Ja. Also, ran ans Telefon. Ran ans Telefon, ran an die Bestellung, denn in den nächsten 2 Stunden
zum TV-Sonderpreis. Das dürfen wir überhaupt nicht vergessen. Und jetzt aber machen wir weiter mit unserem Platz 9. So, und das hier, liebe Zuschauer, das ist eine moderne Weiterentwicklung. Vielen Dank von etwas, was ich mir hier extra mal aus dem Lager habe geben lassen. Und ich glaube, die Kollegen, die mussten den Staublappen ansetzen. Denn diese sogenannten Videorekorder oder die Videograbber, so werden sie im Allgemeinen genannt, um beispielsweise mal VHS-Kassetten, die man so in den 80er, 90er Jahren hatte, mal in die Neuzeit zu retten. Dieses System gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. So sah das mal aus hier. Das waren so die ersten Modelle. Ja. Ja, relativ unscheinbar. Ein schwarzer Kasten mit ein paar Anschlüssen hinten dran, das war es dann aber auch. Mhm. Nur da hat sich natürlich einiges getan. Diese Gerätschaften haben wir tausendfach verschicken dürfen, weil viele von Ihnen, vielleicht, ob ihr sowas auch noch habt, vielleicht im Kreise der Familie. Ja. Ich kenne das so als kleines Kind, so ja? Diese typischen Kassetten, weißt du, so zum wieder aufrollen. Ja, ja. Ne? Ja. Mhm. Ich lasse es mal fallen. Ja. So in der Art nur klein. Ja, genau, ne? Da gab es dann irgendwo hier Bibi Blocksberg und diese Bibi und Tina-Geschichte. Nee, die meine ich nicht. Das waren die Hörspielkassetten. Also das sind klassische VHS-Kassetten. Was ist hier drauf? Da hat mein Opa mal mit aufgenommen. Wintervergnügen. Ja. 1988, ja, so. Wow. Das hier wollen Sie natürlich mal ein Stück weit retten, denn so langsam aber sicher nagt der Zahn der Zeit an diesen Bändern hier. Die sind also auch nicht für die Ewigkeit gemacht. Man sagt so im Allgemeinen 30, 40, wenn Sie Glück haben, 50 Jahre bei einer guten Lagerung halten diese Bänder. Und die Zeit ist leider jetzt. Ja, wir sind im Jahr 2022 angekommen. Das heißt, die Bilder werden immer schlechter. Retten Sie die doch ganz einfach ins neue Zeitalter. Mhm. Und das machen Sie mit unserem 4K UHD Videorekorder. So sieht das in der Neuzeit aus. Und ich habe Ihnen noch mal ein kleines Relikt aus der Vergangenheit mitgebracht. Einen klassischen VHS-Rekorder. Ja, wenn man früher was aus dem Fernsehen aufnehmen wollte, hat man auf Rec und auf Play gedrückt. Ja, mechanischen Knopf gedrückt und dann auf eine VHS-Kassette aufgezeichnet. Ja. Analog. Heutzutage geht das ganz anders, denn der kann natürlich ganz einfach Videos aufnehmen oder Videos überspielen. Sie spielen die VHS-Kassette ab und übertragen das Ganze digital auf einen Stick oder auf eine SD-Karte, retten damit quasi das analoge Band ins digitale Zeitalter, ist wesentlich länger haltbar als eine VHS-Kassette, kann ich Ihnen versprechen. Und Sie können natürlich jederzeit, und das ist das Schöne daran, ganz einfach mal parallel dazu zuschauen. Wir haben hier mal einen Mitschnitt von einer kleinen Modenschau von Diana, ich glaube. Oh. War das 2002? Diana, wann war die Modenschau? 2002, 2003, sowas um den Dreh rum. Da wurde also auch noch mit VHS aufgezeichnet. Mhm. Sie sehen, ich habe das Gerät hier in der Hand. Ja, ich kann also damit machen, was ich möchte, weil ich kein Kabel dran habe. Und das ist ein ganz entscheidender Vorteil. Mhm. Wenn Sie natürlich von VHS auf digital umschalten müssen, müssen Sie es mit dem Videorekorder verbinden. Das ist ein Kabel, alle Adapter, die Sie brauchen, sind mit dabei. Ansonsten brauchen Sie keinen Stromzufuhr mehr, denn dieses Gerät funktioniert natürlich ganz einfach mit einem Akku und der ist ausgesprochen stabil. Schöne Erinnerungen, oder? Ja, eine unbezahlbare Erinnerung, Carsten. So klein Cindy irgendwie an der Hand von Mama unterwegs, ist doch eine schöne Erinnerung. Ja, ich habe aber wirklich auch noch so Kassetten und von meinem Opa, der hat dann damals die ganzen Sachen aufgenommen und wir haben das tatsächlich noch, wir haben nur mal ein Problem mit dem Rekorder und das ist aber unglaublich schön, weil das in Erinnerung fürs ganz ganze Leben. Oder? Ne? Da kommen einem die Tränchen, wenn man drüber nachdenkt. Ja. Oder? Ja? Ist eine tolle Angelegenheit, die wir so retten Sie die wunderschönen Bänder. Ja. Ja, vielleicht packen Sie ganz einfach nochmal einen VHS-Rekorder aus oder leihen Sie sich einen aus dem Bekanntenkreis und retten Sie die in die Neuzeit. Ich möchte aber noch einen Punkt ansprechen, der mich ehrlich gesagt bei diesem Gerät hier auch fasziniert. Das konnte der Alte übrigens nicht. Mit dem Videorekorder konnte man ganz einfach Programme aufzeichnen. Man konnte damals noch programmieren, den Tatort am Sonntagabend. Hat man programmiert, 20.15 Uhr ist was essen gegangen. Mhm. Genau das geht mit diesem Gerät natürlich auch. Das heißt, wenn Sie etwas aus dem Fernsehen aufnehmen möchten, deswegen ist die 4K-Qualität so entscheidend. Vielleicht haben Sie ein gutes Bildsignal, vielleicht HD, Full-HD-Qualität und dergleichen. Können Sie das natürlich hier in der aktuell bestmöglichen Qualität ganz einfach mal aufzeichnen. Das ist der Videorekorder des 21. Jahrhunderts. Klein und kompakt, ungefähr so groß wie eine Postkarte und leicht wie eine Scheibe Toastbrot. Absolut zukunftsorientiert. Sie können hier bis zu einer Qualität von 4K UHD aufzeichnen. Und das ist Spitzenklasse. Denken Sie mal die nächsten 20, 30 Jahre weiter. Die Bilder von heute sind die Erinnerungen in 20, 30 Jahren. Und die möchten Sie in der bestmöglichen Qualität abliefern. Definitiv. Und wenn Ihre Erinnerungen Ihnen viel wert sind, und ich glaube, da können wir alle nur davon sprechen, dass es tatsächlich so ist, dann bestellen Sie mit der NX49
65, der 569 am Ende. Und ich glaube, wir alle haben Familie, wir alle haben Feste und wir alle haben ganz viel Liebe im Herzen. Klar. Und da ist das eine ganz, ganz tolle Sache, um das Ganze nicht nur im Herzen zu tragen, sondern auch einfach nochmal festzuhalten. Das war unser Platz 9, den ich wirklich ganz, ganz toll fand. Und ja, ich freue mich jetzt tatsächlich sehr auf unseren Platz Nummer 8. So, Platz Nummer 8. Soll ich dir helfen, Diana? Geht noch, oder? Dankeschön, vielen Dank, vielen Dank. Das ist natürlich genau das Richtige, weil ich heb ihn mal auf den Tisch hier drauf. Das ist unser größtes Powerpack, was wir haben. Und Sie werden sich wahrscheinlich wundern und sich fragen, Moment mal, 10 Jahre Pearl TV, die Highlights aus den letzten 10 Jahren. Vor 10 Jahren gab es noch keine Energiereserve oder keinen Energiespeicher. Es gab definitiv vor 10 Jahren, auch vor 5 Jahren, noch keine Steckdose zum Mitnehmen. Oh ja, das stimmt. Es gab diese Powerbanks, ja, um Handys aufzuladen. Aber definitiv. Auch die sind irgendwann verbraucht. Aber auch die sind irgendwann verbraucht. Aber eine Steckdose zum Mitnehmen, die gibt es de facto erst seit ungefähr 2 Jahren. Ich glaube, wir haben letztes Jahr mit diesem Gerät irgendwann im Spätsommer begonnen. Modernste Technologie, was die Akkus betrifft, Lithium, Eisen, Phosphat, extrem leistungsstark und dabei extremst robust und langlebig, muss man klar sagen. Sie können Gerätschaften bis zu 2000 Watt anschließen und das ganz einfach in einer Steckdose zum Mitnehmen. Cindy, du bist noch relativ frisch dabei. Das stimmt. Hätte ich dir vor einem halben Jahr gesagt, es gibt eine Steckdose, die du mitnehmen kannst. Da hätte ich nicht so viel mit anzufangen gewusst, das muss ich tatsächlich wirklich sagen. Hättest du mir geglaubt, wenn ich dir gesagt hätte, du kannst ja, eine Ja, bei 200... dir vielleicht schon, aber den meisten nicht. Aber meine Mama, die liebt Pearl TV und die schaut immer und die sagt, Mensch Cindy, wir müssen so ein Powerpack haben. Ich sag, Mama, warum denn? Ja, wenn mal der Strom ausfällt, unsere Lebensmittel oder unsere Grundversicherung, wir wissen ja gar nicht, was dann tatsächlich Sache ist und die Mama hat ja auch irgendwo recht, denn mit so einem Powerpack sichern sie sich und ihre Familie natürlich ab und das ist natürlich ganz, ganz toll, da kann man irgendwie beruhigter auch schlafen und wir haben natürlich nicht nur die Sicherung, sondern auch eventuell, wenn wir Camping oder Urlaub machen, ist das natürlich ein ganz, ganz treuer Begleiter, den wir bei uns tragen, um Getränke kühl zu halten. Und Flexibilität ist natürlich ein großer Begriff, der da enorm wichtig ist. Also ich finde das ganz, ganz toll. Und das ist nicht umsonst einer der beliebtesten Produkte hier bei uns bei Pearl TV. Und das seit einem guten Jahr ungefähr. Ja. Einigen wir uns auf anderthalb Jahre. Also wir haben im Frühjahr des letzten Jahres damit angefangen und haben Ihnen diese Energiereserve oder die Steckdose zum Mitnehmen mit auf den Weg gegeben. Diese kraftvollen Geräte für alles bis 2000 Watt, wo Sie gerne mehrere Steckdosen gleichzeitig besetzen dürfen. 9 Anschlüsse haben Sie, können alle 9 gleichzeitig gerne benutzen, wenn Sie das möchten. Und alle Geräte bis 2000 Watt in der Gesamtleistung hier mit Strom versorgen, ist tatsächlich erst seit knapp einem guten Jahr oder was bei uns im Programm und jetzt schon in den Top 10 aufgetaucht. Ja. Ist Spitzenklasse, aber Sie sollten bitte ein bisschen Geduld haben. Momentan habe ich das Gefühl, möchte ganz Deutschland eins haben. Ja, auch ja. Österreich und die Schweiz ist da definitiv mit dabei, denn sowas ist natürlich unglaublich praktisch. Ja, in Amerika ist es tatsächlich so, dass wirklich jeder zweite Haushalt so ein Powerpack hat. Ja, ja. In Deutschland hängen wir leider Gottes noch so ein bisschen hinterher, aber der Markt ist am Kommen und ist es nicht umsonst so, dass die Leute bestellen ohne Ende. Die Preise werden angehoben. Seien Sie einfach klug und clever, bestellen Sie jetzt, denn so sichern Sie sich jetzt noch diese Preise, die wir Ihnen aktuell anbieten können. Und wir wissen nicht, wie lange das noch möglich ist. Ne? Aufgrund der Rohstoffbeschaffung, Lieferengpässe, Bauteile etc. pp. Ist das nun mal ein bisschen schwierig. Sie bestellen mit der ZX3096, der 569 am Ende. Und ich würde sagen, besser jetzt als morgen, denn jetzt haben Sie den günstigen Preis. Ja, genau so ist das. Genau so ist das. Es kann nur teurer werden. Das merken wir alle im Portemonnaie, gerade auch beim Einkaufen, beim Tanken und so weiter. Wir kennen es alle. Das Ganze gibt es aber eben auch im Sparpack. Und das ist deswegen so klasse, weil wir Ihnen hier eine mobile Steckdose anbieten. Und wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, diese mobile Steckdose können Sie an einer Steckdose wieder aufladen. Klingt ein bisschen doof, oder? Kann man machen, keine Frage. Ganz einfach, bevor Sie unterwegs sind zum Camping oder sowas, laden Sie es zu Hause am ganz normalen Stromnetz wieder auf. Aber machen Sie es sich doch nicht so schwer. Vor allem sparen Sie ganz einfach mal ein bisschen Geld, indem Sie Ihren eigenen Strom produzieren. Und das in Kombination, deswegen haben wir dieses Powerpack in der Kombination mit unserem größten Solarpanel für Sie im Programm. Powerpack für alle Geräte bis 2000 Watt.
Und das Solarpanel, monokristallin, extrem robust und langlebig für maximal 260 Watt Energieausbeute. 5 Meter Kabel sind dran, ganz einfach, wenn die Sonne aufgeht, morgens aufstellen oder wann immer Sie das möchten, Tageslicht reicht völlig aus, mit dem Kabel verbinden. Sie können aufladen und Sie können Strom entnehmen und das gleichzeitig. Wie hast du es heute Mittag so schön ausgedrückt? Damit kann man, ja, damit kann man, auch kann in man der Sahara 10 Jahre überleben. Ja, da scheint so genug es. Die Sonne. Ja. Und das ist 100% ökonomischer Strom. Das müssen wir natürlich noch mal betonen. Sie zahlen also gar nichts. Und wir zahlen alle so viel Spritgeld und so viel für den Strom. Uns wird allen schlecht, wenn wir einfach morgens zur Tankstelle fahren. Sparen Sie sich doch einfach das Geld. Sie bestellen mit der ZX3096 der 569 am Ende. Das ist das Einzelne. Und im Sparpark natürlich mit der ZX3145 und der 569 am Ende. Und ich würde sagen, damit sind Sie tatsächlich einfach flexibel. Und wenn Sie klug und clever sind, nehmen Sie doch direkt das Sparpack. Ja. So, ja. Warum irgendwie nur mit einem Bein anfangen? Stehen Sie doch mit beiden Beinen im Leben. Und wenn Sie es machen, machen Sie es doch richtig. Und das genau zur richtigen Zeit. Und das hier und heute bei Pearl TV auch. Denn hier können wir Ihnen noch diese Preise anbieten, die wir morgen nicht mehr garantieren können. So, ich bin ganz begeistert. Das war unser Platz Nummer 7. Und wir machen weiter. Ja, das war unser Platz Nummer 8 und wir machen weiter mit unserem Platz Nummer 7. So sieht's aus. Werfen wir nochmal einen kleinen Blick zurück. Ich danke dir, Diana. Vielen Dank. Werfen wir nochmal einen kleinen Blick zurück. Und ich meine sogar, mich daran erinnern zu können, dass ich die damals noch in Booking in unserem Studio ein paar Mal vorgestellt habe. Eine klassische Soundbar. Hintergrund der Soundbar ist ganz einfach. Die alten Röhrenfernseher von früher hatten noch einen gewissen Resonanzraum, weil sie einen gewissen Korpus hatten. Ja, für die Röhre, das heißt, die Gerätschaften mussten etwas breiter sein. Moderner Flachbildschirm ist ungefähr so dick wie ein kleiner Finger, lassen wie ein Zeigefinger sein, aber da ist natürlich kein Resonanzraum mehr für einen vernünftigen Ton. Geniales Bild, 4K UHD mit allem Schnipp und Schnapp, aber der Ton ist eher mäßig, habt ihr auch schon festgestellt. Ja, ja, absolut. Deswegen hat man diese Soundbars entwickelt und das mal ein Modell, ja, was mit Sicherheit schon 7, 8 Jahre auf dem Puckel hat. Ja? Mhm. Auch gut, kann man auch heute noch ohne weiteres nehmen, wenn man aber Anspruch hat und wirklich mal was richtig Außergewöhnliches haben möchte, auch optisch sehr ansprechen, das sage ich Ihnen jetzt mal von Mann zu Mann, dann haben wir eine richtig schöne 6-Kanal-3D Soundbar für Sie und dann möchte ich euch mal bitten, mit in mein Büro zu kommen. Sehr gerne. Gehen wir mal rüber, wir lassen den alten Hobel mal hier. Wir lassen den alten Hobel mal hier. Und ihr werdet sehen, dass man noch nicht mal einen Fernseher braucht, um hier eine Soundbar zum Leben zu erwecken. Ja. So. Das hier unsere modernste und genialste Soundbar, die ich jemals gesehen habe. Sieht und bevor, cool wir jetzt, aus, bevor wir sie mal abspielen, möchte ich dich bitten, Cindy, hilf mir mal gerade, das Schutzgitter hier vorne mit abzumachen. So. Ich habe gesagt, von Mann zu Mann. Wow. Dann darf das gerne auch mal so aussehen, Highlight, oder? Gell? Ja, frisch geputzten Sportwagen fahren sie auch nicht direkt in die Garage, sondern zeigen den auch mal so, dass die Nachbarn ein bisschen was sehen. Genau so ist das selbstverständlich mit diesem Gerät auch. 6-Kanal. 3D-Soundbar bedeutet, Sie haben, egal wo Sie sich im Wohnzimmer aufhalten, wo der Fernseher steht, eine perfekte Soundunterstützung, eine perfekte Soundkulisse. Und ein Film ist nicht nur so gut, wie das Bild es liefert, sondern natürlich gehört auch die Klangkulisse dazu. Schauen Sie sich einen Actionfilm ohne den vernünftigen Ton an oder einen Horrorfilm ohne die entsprechenden Effekte, es stinkt langweilig. Ja, so. Stimmt. 15 Boxen haben wir hier, die beiden Subwoofer rechts und links, 310 Watt Spitze. Und jetzt gucken wir mal gerade, ich möchte wetten, das hier werdet ihr wahrscheinlich kennen. Wow. Das schmückt ja auch so jedes Wohnzimmer, ohne dass man den Ton hört. Oh, hier, das ist schon hier. Kennst du? Da kriegt man Feeling, ne? Da kennt macht das? Jeder Film Spaß. Keine Ahnung. Doch, ich habe schon gehört, aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Monika. Hallo? Wenn man mit Frauen zusammenarbeitet, danke, ich wollte es gerade gesagt haben. Star Wars, Ladies. Star Wars, das lieben wir alle total, ne? Wow. Darth Vader, Luke Skywalker, so das komplette Programm. Ja. Das ist so eine ganz andere Filmerfahrung. Ist wie immer im Kino sitzt du doch auch da und da bläst dich mal so ein Bass, so ein THX Surround System mal so richtig in den Sessel rein. Da fällt dir das Popcorn aus der Hand. Das darf zu Hause jetzt auch passieren, wenn du aber so eine Soundbar hast. Und das ist eine Grundvoraussetzung dafür. Da haut er den Frau mit aus dem Sessel, ne? Manch einer findet das reizvoll. Aber lass uns da ein andermal drüber diskutieren. Es ist ein vernünftiges Klangerlebnis. Und ich gehe ruhig noch mal ein Klangpaket weiter. Aha. Na, komm. So, mal gucken, was wir noch alles drauf haben.
Sonntagabend, 20.15 Uhr. Es ist Zeit für den Tatort. Ja, das kennt, glaube ich, jeder, ne? Ist das cool? Ja, super das cool. Das ist eine ganz andere Klangkulisse. Jetzt hören Sie mal. Das kannst du sogar sehen, weil ich drehe mal noch ein bisschen lauter. Schau dir mal hier die Boxen an. Siehst du, wie die anfangen zu flattern? Ja, ich fange hier an. Das ist cool, oder? Ich weiß nicht, wie alt unser Sound ist, unser Regisseur, Stefan, wird es vielleicht wissen. Mit Sicherheit auch schon 15 oder 20 Jahre. Ich kann mich noch an Schimanski im Tatort erinnern. Ja, ich auch. Ja? Götz-George. Es ist natürlich spitze, egal ob so Fernsehprogramme, ob moderne Kinofilme von der DVD, von der Blu-ray runter oder andere Geschichten, spielt keine Rolle. Flug der Karibik. Wenn Johnny Depp da als Captain Jack Sparrow kommt, dann möchtest du das mit einer vernünftigen Soundkulisse genießen. Und ich muss Ihnen sagen, das ist natürlich ein absolutes Highlight, nicht nur optisch, denn schauen Sie mal, wie wunderbar das aussieht. Das ist schon ein Highlight ohne Ton. Aber mit Ton machen Sie Ihren Abend natürlich nicht nur gemütlich, sondern Sie fördern auch natürlich die ganze Emotionalität, denn das bringt einem richtig, ne, aus dem Sessel haut einem das raus. Sie bestellen das Ganze bitte ZX1603 der 569 am Ende. Ja. Einfach ein Hammerteil. Sieht super aus und bietet eine fantastische Soundkulisse. Und das für das Geld absolut empfehlenswert. Ja. Port- und versandkostenfrei übrigens. Unser Platz Nummer 5 war das natürlich. Und ich finde, der hat natürlich ganz, ganz viel mitgebracht. Also ich bin davon total überzeugt. Ich finde das super, nicht nur optisch, sondern auch der Klang. Der ist so toll. Hätten Sie mal daneben gestanden. Also ganz, ganz beeindruckend. Und ich freue mich jetzt schon tierisch auf unseren Platz Nummer 4. Bei Frauen von Captain Jack Sparrow spricht, schmeißt sie alles durcheinander. Ja. Beim nächsten Leben werde ich Hollywood schauen. Ja, das hat mich ganz durcheinander gebracht hier mit dem ganzen Sound. Ne? Ja, ich war so im Dance-Modus und. So, wir kommen zu unserem Platz Nummer, jetzt muss ich selber mal gucken, Platz Nummer 6. Und das ist der moderne Sprachübersetzer. Ja, warte mal gerade, ganz kurz. Do you speak English? Jetzt übersetzt er mir das. Sprichst du Englisch? Huch, ja. Ein wenig kann ich Englisch sprechen. Warum fragst du? I can speak a little English. Why do you ask? Ja, weil ich mich unterhalten möchte, weil ich ganz gerne im Urlaub mit den Menschen, auf die ich treffe, kommunizieren möchte. Und ich denke, ihr seid auch sehr kommunikative Menschen, das gehört dazu, oder? Auch in einer anderen. Wie viele Sprachen sprichst du? Ich würde jetzt mal so sagen, Deutsch ist meine Muttersprache, Englisch spreche ich in Schulenglisch, ein bisschen Italienisch, ein bisschen Polnisch, aber jetzt so fließend würde ich jetzt mal so sagen, zwei Sprachen. Ja. Wir können das gerne mal machen. Traust du dich? Warte mal, dann stell dir mal Polnisch ein. Moment, warte mal. So, wollen wir mal gucken. Ist Polnisch dabei? Ich meine ja. Klar ist Polnisch dabei. Wir haben 100... Ich sage dir jetzt was auf Polnisch, ja? Ja, eben die Sekunde. Wir übersetzen das gleich, damit wir die auch verstehen. So, Moment. H-J-K-L-M-N-O-P... Nein. Portugiesisch? Nein. Moment. L-M-N Polnisch. Da, so. Jetzt sagst du was auf Polnisch. Tu mir einen Gefallen, drück den unteren Knopf. Kochamcie. Moment. Nochmal. Kochamcie. Ich liebe dich. Haben Sie das gehört? Wow. Nein. Moment, das muss ich mal hören. Ich liebe dich. Oh. Ja. Ich liebe dich. Den behalte ich jetzt, den kriegt ihr niemals wieder. Aber ist das schön? Ist das schön? Ja, ist total schön. So. Und so sieht das vielleicht auch bei Ihnen im Urlaub aus. Und das ist einfach eine ganz tolle Angelegenheit. Ob es in diese Richtung geht oder geht es vielleicht auch mal so in Richtung Apotheke, Arzt oder so. Oder sonst was gedacht, aber die Richtung gefällt mir eigentlich ganz gut. Jetzt haben wir hier einen Echtzeitsprachübersetzer, der Ihnen in 106 Sprachen behilflich ist. Das ist natürlich Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, so die typischen europäischen Sprachen, asiatische Sprachen, Japanisch, Chinesisch und so weiter auch mit dabei. Und noch sehr viel mehr, aber wir haben hier noch eine Funktion und die finde ich sehr, sehr interessant. Kann einer von euch Ungarisch? Nee. Leider nicht. Gar nichts? Nein, gar nichts. Nee. Also müssten wir jetzt meine Freundin anrufen. Ist aber dafür haben wir doch den Sprachübersetzer. Genau. Ja, danke. Ne? Sehr gut. Ja. Also von dieser Menükarte jetzt hier, die in Ungarisch verfasst ist, kann ich das Wort Menü lesen. Ja, das stimmt. War's aber auch. Ja. Aber dafür habe ich ja mein kleines Helferlein. Und das kann ich jetzt einschalten auf Kamera, auf ein Kamerasymbol. Jetzt muss ich mir nur noch die passende Sprache raussuchen. Ich möchte auf Ungarisch gehen. Gehen wir nach unten auf U. Ungarisch. So.
Und jetzt möchte ich wissen, was Parostaria heißt. Mhm. Wissen Sie das? Wir sind gespannt. Vielleicht Nudeln irgendwie oder Lachs? Nudeln? Ja. Aus der Sonne gehen, am Blick. So, jetzt fotografiere ich mir das ab. Jetzt müssen Sie mal zuschauen, wie der rechnet hier. So, und das ist was? Mhm. Oh, das ist Bauernrippen. Bauernrippen sind das. Bauernrippchen. Oh, das ist lecker. Lecker, das ist eine schöne deutsche Hausmannskost. Das ist ganz wunderbar. Ich mag das sehr, sehr gerne. Man sieht es am Bäuchlein. Das schmeckt mir einfach so, aber jetzt hätte alles möglich. Das hätte Fisch sein können, das hätten Nudeln sein können. Also unter Parostaria habe ich mir persönlich gar nichts vorstellen können. Jetzt weiß ich es. Und jetzt weiß ich auch, wenn ich irgendwie eine Allergie habe oder sowas, dass ich davon die Finger lassen soll. Ja, und das ist auch wichtig. Und vor allen Dingen auch die Kellner freuen sich. Die finden das durchaus sympathisch. Und wenn man landestypisch in der Landessprache spricht, dann macht das, finde ich, sehr, sehr viel aus. Man gibt sich Mühe und man zeigt tatsächlich auch Interesse. Sie bestellen diesen wunderbaren Sprachübersetzer, den Sie tagtäglich mit sich tragen können mit der NX4668569 am Ende. Der passt natürlich optimal ins Reisegepäck oder in die Handtasche. Das ist natürlich auch ganz, ganz prima. Und ich bin natürlich unglaublich begeistert von unserem Platz Nummer 6. Und ich freue mich, denn wir sind jetzt bei der Halbzeit angelangt. Und zwar bei unserem Platz Nummer 5. Hier ist was los im Studio. Hier ist richtig was los. Monika, wir haben uns schon ein paar Mal drüber unterhalten. Ich glaube, bei dir geht's einigermaßen. Ich glaube, dein Bruder ist so ein Heuschnupfenkandidat, oder? Ja, das stimmt. Ja? Aber ich glaube, ich tatsächlich jetzt auch, leider Gottes. Hast du doch vor kurzem in der Apotheke diese Tabletten geholt? Ja, ich glaube, ich kriege auch eine Allergie oder habe eine entwickelt. Ja. Haben die geholfen? Nicht so wirklich. Ja, ist immer so eine Sache. Vor allem nachts ist das immer ganz schlimm. Ich glaube, da hilft hier unser Platz 5. Und da kriegen wir den Schwenk zu unserem Platz 5 in einen Luftreiniger und Ionisator. Ich glaube, auch die haben wir, oh Gott, ich glaube, vor 7 oder vor 8 Jahren das erste Mal hier bei Pearl TV zeigen dürfen. Und der Grund, warum ich jetzt hier von Heuschnupfen auf Luftreiniger komme, ist ein ganz einfacher. Viele werden sicherlich mit dem Thema konfrontiert werden. Bei mir geht es mit Sicherheit auch wieder jetzt Ende April, Anfang Mai los. Da kommen die Birkenpollen und so weiter. Und man sieht diese kleinen Quälgeister, die einem die Augen tränen lassen und die Nase verstopfen, nicht wirklich. Dabei sind sie da. Schauen Sie mal hier. Ja, man sieht es mitunter, also auch diese kleinen Staubpartikel und so weiter. Alles das, was in der Luft kreucht und fleucht, wenn so die Sonne tief steht und so in den Raum reinscheint. Und das hat überhaupt nichts mit persönlicher Hygiene zu tun. Das bleibt gar nicht aus. Ich habe letztens bei mir auch mal auf das Sofakissen geklopft, aus Neugier heraus, als die Sonne reingeschienen hat. Und ich bin nun wirklich ein reinlicher Mensch. Aber da kommt so einiges rauf und das löst eben Allergien aus. Das verstopft die Nase und so weiter. Kurzum, Sie brauchen einen Luftreiniger, um dieses Problem zu umgehen. Und dieser Luftreiniger arbeitet nach einem elektrostatischen Prinzip. Man kennt das, da sind wir wieder beim Thema Fernseher von früher. Die alten Röhrenfernseher hatten auch eine elektrostatisch aufgeladene Röhre. Kennen Sie vielleicht noch, da war immer der ganze Staub dran angehaftet. Mein Vater hat immer oder meine Mutter hat immer Sau drauf geschrieben, ja, wenn man wieder drüber gewischt. Das kenne ich auf der Fensterbank, wenn man nicht gut genug Staub geputzt hat. Ja, ganz dann genau. ist der Opa gekommen und da hat er Sau drauf geschrieben. Ja, das war nicht nett. Ich dachte, das wäre noch so ein Relikt meiner Familie. Nee. Aber das gab es bei mir auch. Ja, siehst du? Mhm. So. Und diese ganzen Staubpartikel, alles das, was in der Luft kreucht und fleucht, unter anderem eben auch, die ganzen Pollen, Birkenpollen und so weiter, oder auch diese ganzen Rapsgeschichten, wenn jetzt wieder alles auf den Möbeln liegt und so weiter, filtert der die aus der Luft heraus. Und das macht er nach einem elektrostatischen Prinzip. Also die Luft, die sagen wir, verbrauchte Luft oder die mit Kleinpartikeln angereicherte Luft, wird hinten eingesaugt. Die kleinsten Partikel bleiben am elektrostatischen Permanentfilter haften und die saubere, die ausgereinigte Luft wird vorne wieder abgegeben. Das Schöne ist, diesen elektrostatischen Filter können Sie jederzeit rausnehmen, den machen Sie mit einem feuchten Läppchen wieder sauber, trocknen den ab und stecken ihn wieder ins Gerät rein. Mhm. Keine Folgekosten notwendig. Ich gebe Ihnen einen Tipp, kaufen Sie sich den hier und sorgen Sie dafür, dass diese ganzen Quälgeister, die wir hier ganz einfach mal eingeblendet haben, mal beispielsweise aus Ihrem Schlafzimmer verschwinden, dass Sie da zumindest mal in der Nacht Ihre 7-8 Stunden Ruhe bekommen. Stellen Sie den, bevor Sie zu Bett gehen, ins Schlafzimmer, schalten den ein, dann wird die Luft ausgereinigt. Ja, ruhig mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde laufen lassen, die brauchen nicht viel Strom. Und dann ist es auch schon wieder gut, dann hast du zumindest in der Nacht deine Ruhe. Finde ich ein ganz tolles Gerät. Ich glaube auch, das ist vielleicht für Allergiker unheimlich hilfreich, ne? Irgendwie, dass es natürlich auch irgendwie hilft. Du hast wenigstens mal in deinen eigenen vier Wänden deine Ruhe. Du kannst tagsüber nichts, du kannst dir die ganze Umwelt filtern. Du kannst auch im Büro nichts dagegen machen. Nee, aber man kann so bei ein bisschen, dir zu Hause kannst du Ich sage immer, ich kann die Welt nicht verändern, aber gegen das, was unmittelbar vor meinen Füßchen geschieht, dagegen kann ich etwas tun. Ja. Und da finde ich, hat man recht, Sie bestellen das Ganze mit der NX 4668, der
Entschuldigung bitte, der NC 5328 und der 569 am Ende hier. Ja, ein kleiner Schwung. Und ich finde, es ist ganz, ganz hilfreich, das Ganze, ein ganz, ganz tolles Produkt irgendwie, wie alles hier bei Pearl TV. Sie bestellen in den nächsten 2 Stunden zum TV-Sonderpreis. Und wir machen jetzt weiter mit unserem Platz Nummer 4. Ja, Freunde, der nächste Sommer kommt bestimmt. Und wir hatten die ersten warmen Tage doch schon. Ich sag mal, im Vergleich zum Winter, wir hatten es also hier auch schon hier in Niedersachsen um die 18 bis 20 Grad. Ja, ja, ist jetzt mal schon wieder eine Woche her. Im Moment geht die Welt da draußen unter, aber es ist de facto so, dass wir mit Sicherheit wieder aufs Frühjahr zugehen. Spätestens nach Ostern hoffe ich dann doch, werden wir mal wieder einen bombastischen Sommer bekommen. Aber Temperaturen so jenseits der 30, 35 Grad, so in der Nacht, tropische Nächte, 24, 25 Grad im Schlafzimmer, ist auch kein Vergnügen, oder? Nee, das stimmt. Ja? Das ist nicht gerade angenehm. Was macht ihr denn normalerweise, wenn ihr ins Schwitzen kommt? Ich sag nicht kalt duschen. Nee, ich entferne dann meine Decke. Also ich schlafe dann halt nur noch so in meiner kurzen Hose und quäl mich da rum. Ja. Dann bist du morgens gerädert ohne Ende, oder? Ich gehe meistens eine Runde spazieren, schaffe mir ein frisches Lüftchen irgendwie und ein bisschen kalten Waschlapp ins Gesicht und dann lege ich mich wieder hin und drehe mich von rechts nach links, irgendwie, bis es dann einigermaßen geht. So Habt ihr schon mal was von Verdunstungsluftkühlern gehört? Klimaanlage kennt, glaube ich, jeder, oder? Bei denen gehört Strom... schon, aber ich könnte es dir jetzt tatsächlich nicht erklären, da bin ich bei den, Strompreisen wird sich so manch einer im Moment so seine Gedanken machen, ob er so eine 2000 Watt Klimaanlage jetzt im Sommer tatsächlich laufen lässt oder was lieber bleiben lässt. Es gibt deutlich günstigere Varianten, niedrigere Varianten, und das sind unsere Verdunstungsluftkühler. Zeigen wir Ihnen seit vielen, vielen Jahren. Die funktionieren an einem ganz einfachen Prinzip. Wenn Sie von mir jetzt im Urlaub sind, Sie haben 40, 45 Grad im Schatten, Sie laufen am Meer entlang und es kommt eine kühle Brise, fängt man automatisch so ein bisschen an zu frösteln. Ja. Was ja Quatsch ist, bei 40, 45 Grad fröstelt kein Mensch. Ja? Also selbst die härteste Frostbeule nicht. Der Grund dafür ist ein ganz einfacher. Der Schweiß auf deiner Haut verdunstet und dadurch entsteht eine sogenannte physikalische Verdunstungskälte. Und genau dieses Prinzip, das ganz normale physikalische Prinzip, machen wir uns mit unseren Verdunstungsluftkühlern zunutze. Das heißt, wir haben hier einen Wassertank eingebaut und in einer Art Wabenstruktur, kann man sich merken, muss man aber nicht unbedingt, wird Wasser verdunstet. Und während das passiert, wird die Luft, die vorne abgegeben wird, runtergekühlt. Das ist automatisch so, genau wie auf deinem Körper auch. Mhm. Ja? Jetzt haben wir bei diesem Gerät nochmal ein zusätzliches Highlight. Das heißt, wir haben ein sogenanntes Peltier-Element mit dabei. Denn man sagt, bei den Verdunstungsluftkühlern im Allgemeinen geht die Umgebungstemperatur ungefähr so um 4, 5 Grad Celsius runter. Das Peltier-Element kühlt das Wasser, was verdunstet wird, im Vorfeld nochmal runter. Gibt also nochmal so einen zusätzlichen 2, 3 Grad Kältekick. Wow. Ist unglaublich angenehm, ist nicht vergleichbar mit einer Klimaanlage, die die komplette Raumtemperatur auf einmal herunter reduziert. Deswegen brauchen solche Geräte gerne mal um die 2000 Watt, weil die müssen richtig leistungsfähig sein. So ein solches Gerät kannst du dir von diesem kühlen Luftausstoß, von diesem leicht gekühlten Temperaturunterschied im Vergleich zu der Umgebungstemperatur mal direkt auf den Körper halten. Das ist Spitzenklasse. Und wenn wir hier auf die 30, 35 Grad Marke angehen, sind das mit Sicherheit genau die Geräte, die Sie haben möchten, um Erfrischung zu haben. Absolut. Für sich selbst und für Ihre Familie. Also Carsten, jetzt für den Sommer optimal, ne? Ist perfekt. Tatsächlich, ist perfekt. Ne? Sich das jetzt anzuschaffen, jetzt auch gerade bevor die heißen Tage kommen, nicht danach. Denn die Leute sind immer ganz, ganz schnell, wenn es erstmal 40 Grad draußen ist, dann sagen sie, oh Gott, wir brauchen alle was. Dann ist es aber zu spät, denn ich kenne das vom letzten Jahr. Da war alles ausverkauft tatsächlich. Ja. Ich war zu spät dran. Man muss vorsorgen und vorbeugen. Und das machen Sie hier genau richtig. Und zwar mit der NX 1534, der 569 am Ende. Seien Sie doch nicht zu spät. Machen Sie es jetzt im Frühjahr, bevor die heißen Tage kommen. Und zwar zum TV-Sonderpreis. Innerhalb der nächsten 2 Stunden garantieren wir Ihnen diesen Preis. Und danach natürlich nicht mehr. Da wird alles teurer und wir alle müssen sparen, wollen sparen. Und das ist natürlich ganz, ganz schön. Wir machen jetzt weiter mit unserer nächsten Platzierung. Thema Smartwatch, Thema Schrittzähler, Thema Kalorienverbrauch. Thema Blutdruck oder auch mal Pulsfrequenz und so weiter im Überblick behalten, ist für viele ein Thema. Bei mir ist es der Blutdruck.
Mein erster ist immer zu hoch, komischerweise, liegt bei mir irgendwie in der Familie, habe ich ganz gerne mal so ein bisschen im Überblick, damit es nicht ins Uferlose ausartet. Und bei mir sind es die Schritte, die ich gerne im Überblick habe. Du hast ein Ziel, oder? Wie viele Schritte willst du machen am Tag? 10.000 bis 15.000 am Tag. Wow. Das ist ein realistisches Ziel. Schaffst du das, Monika? Schaffst du? Ja? Doch, auf jeden Fall. Guckst du dir auch abends mal den Kalorienverbrauch an? Wie viel sind das ungefähr? So, sag mal, so 10.000 Schritte sind Pi mal Daumen, wie viele Kalorien? Das habe ich noch nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Aber so 600 könnte gut möglich sein, ja. Schau mal, das ist der stete Tropfen, der höhlt den Stein. Jetzt haben wir hier, und das ist der Grund, warum wir darüber sprechen, eine wunderschöne Smartwatch. Ich gebe sie dir mal eben rüber, weil ich habe das Modell, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie alt die schon ist, unsere Sim Valley, die ist, glaube ich, irgendwann aus dem Jahr 2014, 2015, sowas um den Dreh rum. Also die hat schon einige Jährchen auf dem Puckel. Und wenn ich die mal mit der modernen Variante vergleiche, da gefällt mir die moderne Smartwatch, die Elesion-kompatible Smartwatch doch um ein Vielfaches besser. Mhm. Ja, also die hier, die ist schwer, die ist klobig, die ist dick und hat bei weitem nicht diese Funktion wie eine moderne Smartwatch heutzutage. Da ist das ein ganz angenehmes Modell. Ja, ja, klein, Metallgehäuse, wasserfest, kann man also wirklich zu jeder Gelegenheit tragen. Ist schön leicht, schön schlank, sieht richtig klasse aus. Und bietet Ihnen eben die Möglichkeit, ganz einfach mal die Pulsfrequenz im Blick zu behalten. Bei mir persönlich, wie gesagt, wichtig, die Blutdruckwerte ganz einfach mal schnell eben zu kontrollieren. Der hat natürlich einen Schrittzähler drin und das ist gegen Abend immer ein Motivator. Wenn du dir jetzt ein Ziel setzen würdest, Cindy, wie Monika, würdest du sagen, so 10 oder 15.000 Schritte am Tag. Mhm. Und du kommst jetzt abends nach Hause und guckst auf deine Uhr und siehst dann, oh, es sind aber nur 8.000 Schritte. Dann schnappe ich mir meinen Mowgli, das ist mein treuer Begleiter auf 4 Pfoten. Ja. Und dann mache ich nochmal eine große Runde um den Block oder um den See, um meine Schritte zu erreichen. Ja, das ist löblich. Ja. Genau das ist es. Und genau das ist die Motivation, die man braucht. Ja, nicht jeder hat diese eingebaute Motivation, diesen eingebauten Ehrgeiz. Aber wenn es um Zahlen geht, sind sicherlich viele ganz vorne mit dabei. Ja. Das Schöne ist, liebe Zuschauer, Sie können natürlich, wie das bei Smartwatches üblich ist, logischerweise also auch die Verbindung zu Ihrem Smartphone suchen und auch finden. System ist egal ob Sie ein Android-System oder ein iPhone haben, spielt keine Rolle. Sie bekommen die kostenlose App, die sogenannte Elesion-App, womit viele Geräte gesteuert werden, so natürlich auch Ihre moderne Smartwatch, ganz einfach mit dazu. Und hier hat man all die Schritte, beispielsweise Kalorienverbrauch, ganz einfach mal im Blick oder hier an dieser Stelle. Natürlich auch mal in einer etwas längeren Auswertung, hier mal Puls und Blutdruck und dergleichen. Und natürlich all die anderen Fitnesswerte, all die anderen biometrischen Werte, ganz einfach mal im Überblick. Ist natürlich auch mal ganz interessant, wenn man vielleicht irgendwie in 3-4 Wochen mal zum Arzt muss, wenn irgendwas ansteht oder sowas und man hat ein bisschen was geändert an seinen Gewohnheiten, ist das mal etwas, was man dem Arzt noch mal zeigen kann. Ich weiß, wovon ich rede. Ich mache das Gleiche übrigens mit meiner Smartwatch auch. Ich finde es ein ganz, ganz tolles Modell. Unabhängig davon lässt sich natürlich mit dieser Smartwatch auch mal das Telefon fernsteuern, die Kamera und so weiter, Musik steuern, all das komplette Programm ist natürlich großartig gemacht. Man kann die Displays verändern, das finde ich ebenfalls klasse, das heißt, man kann die Optik der Uhr jederzeit verändern, aber die ist per se an sich schon mal ein richtiges Highlight, ein richtig schickes, schönes Modell, Metallgehäuse, ein schönes Silikonarmband, lässt sich angenehm tragen, ist für Männlein und Weiblein gleichermaßen klasse. Und was haltet ihr von dem Preis, Freunde? Knapp 40 Euro? Ja, das ist natürlich ein Knaller, denn ich gehe immer davon, oder bin bisher davon ausgegangen, das Ganze kostet so, 60 bis 80 Euro und noch teurer. Und da sagt man wirklich, das ist durchaus für jedes Portemonnaie zu handhaben und am besten vielleicht direkt zwei sich anschaffen, denn das ist auch für den Partner eine ganz tolle Sache. Vielleicht schaffen sie sich kleine Wettbewerbe an und sagen, wir nehmen uns jetzt mal vor, wir beide machen so und so viele Schritte und somit steigert das die Motivation und Motivation tut uns allen sehr, sehr gut. Und sie bestellen das Ganze mit der ZX5174 der 569 am Ende und ich betone nochmal, zum TV-Sonderpreis, aber nur die nächsten 2 Stunden. Deshalb bitte lassen Sie sich nicht so viel Zeit. Sparen Sie doch Geld. Gerade heutzutage müssen wir Geld sparen. Sie machen also alles richtig, wenn Sie jetzt hier und heute in diesem Moment bestellen. Vielleicht auch für Ihren Partner und vielleicht auch als nettes Ostergeschenk. Und ich bin völlig begeistert und wir machen weiter mit unserer nächsten Platzierung. Und ich sehe schon, was da auf uns zukommt. Ich bin durchaus gespannt. Hier kommt unser Platz Nummer 2. So,
Vielen Dank. Vibrationstraining. Seit vielen, vielen Jahren, vielen Dank, ein Thema. Natürlich auch bei uns, liebe Zuschauer. Sie werden Vibrationstrainer mit Sicherheit auch nach wie vor noch an anderer Stelle bekommen. Ja. Aber ich behaupte, einen wie diesen für gut 230 Euro, Porto und versandkostenfrei auch noch, mit Sicherheit nicht. Vibrationstraining ist ein ganz Mist zu drauf? Ja. Ja, sehr gerne, freue mich drüber. Sie hat schon die Schuhe ausgezogen. Ich freue mich schon, die Monika. Jetzt gibt's Sport. Ja. Vertrau dir mal die Fernbedienung, dass du die behältst. Oha, ja. So, warte mal. So, mal Fernseher eingeschaltet. Und ich gebe noch ein bisschen Gas. Ja, das ein bisschen geht noch. So, auf 4 ist okay? Ja. Ja, so, du 20 Möglichkeiten hätten wir. Das ist noch so die Anfängervariante. Aber ich denke, zum Zeigen reicht. Ja, du kannst noch ein bisschen. Ja? Ja. Jawohl. Aber ich mache auf 10, halbe Kraft. Das ist gut. Ja, ja? Die wird ordentlich durchgeschickt hier, Shake die Monika, what your mama gave you. Ja, ja, ganz genau. Und mit diesem Expander, das müssen wir nochmal sagen, das ist ganz, ganz prima. Denn sie trainieren nicht nur von alleine ohne Anstrengung. Denn jeder findet es nicht unbedingt toll, mit Schweiß treibend Sport zu treiben. Sondern sie haben einfach diesen tollen Stand auf diesem Board. Sie lassen sich durchshaken. Das fördert die ganze Muskulatur des ganzen Körpers. Und sie haben diese Expander und sie fördern dann eben noch hinzu kommt die Armmuskulatur, ne, und den Oberkörper. Das heißt, der ganze Körper wird top in Form gebracht. Und einfach vielleicht abends einen schönen Film anmachen und den dabei schauen. Und das ist wirklich Sport, der Spaß macht, oder Carsten? Genau das ist es. Ja. Ich sag mal, normal, wenn man Sport hört, denkt man an Tennis spielen, man denkt an Laufen gehen, man denkt an alles Mögliche, aber man denkt mit Sicherheit nicht an eine vibrierende Platte. Mhm. Und ich verrate Ihnen gerne, was der Hintergrund ist. Wir machen uns auch hier, ähnlich wie bei dem Verdunstungsluftkühler auch, ein ganz normales physikalisches Prinzip zunutze. Etwas, was der Körper ganz von selber macht. Ja? Ja. Wenn Sie zum Beispiel durch die Stadt laufen und auf einem Kopfsteinpflaster landen und dann Schritt für Schritt machen, werden Sie es wahrscheinlich kaum wahrnehmen, aber dieses Ungleichgewicht des Bodens wird von Ihrem Körper ausgeglichen. Das machen Sie natürlich nicht nur mit dem Wadenmuskel oder mit dem Oberschenkelmuskel. Da sind viele Muskelgruppen dran beteiligt. Man selber bekommt das gar nicht so mit, weil es der Körper vollkommen automatisch tut. Jetzt ist Schritt für Schritt oder ein Schritt nach dem anderen nicht unbedingt etwas, was man als Sport bezeichnen kann. Und deswegen nutzen diese Vibrationsplatten dieses Ungleichgewicht des Bodens aus und potenzieren das Ganze. Und deswegen das auf Deutsch gesagt Gewackel. Ja? Ihr Körper in dem Moment, wo Sie draufstehen, fängt an, dieses Ungleichgewicht der Platte für sich selber wieder auszugleichen. Sie müssen gar nichts dafür tun. Das passiert vollkommen automatisch. Auf der Vibrationsplatte alleine schon großartig. Und vor allen Dingen, man kann ja auch noch weitere Übungen machen. Das heißt, man kann jetzt ein bisschen versuchen, in die Knie zu gehen und so ein bisschen Kniebeugen machen. Ne? Man kann auch versuchen, sich mit den Armen abzustützen und dann so ein bisschen so wie Art Liegestützen zu machen. Also man variiert. Und manchmal hat man schon Schwierigkeiten, auf einem Bein zu stehen, fördern sie ihr Gleichgewicht, fördern sie ihren ganzen Körper, steigern sie ihre Kondition, bauen sie ihre Muskulatur auf und dafür ist so ein Board ideal. Und ich sage Ihnen was, es macht einfach auch Spaß. Und die meisten sagen, naja, Sport, oh nee, gar keine Lust drauf. Probieren Sie doch einfach mal was Neues. So fällt der Einstieg natürlich viel, viel einfacher. Und 10 Minuten reichen aus, das ist der Knaller. Ja, 10 Minuten am Tag, das sagt jeder Doktor. Ne, das ist viel, viel mehr wert. Nicht einmal in der Woche und eine Stunde. Nein, machen Sie es doch ganz behutsam und sagen Sie konsequent, erstellen Sie sich einen kleinen Fitnessplan und sagen Sie sich, so, 10 Minuten am Tag tue ich was für meine Vitalität. Hauptsache, Sie machen was. Und die Familie wird sich wundern, die Freunde und vor allen Dingen die beste Freundin. Ne? Sie kriegen vielleicht endlich mal wieder Komplimente und die Freundin sagt, Mensch, siehst du gut aus und du strahlst ja so. Und ihr Lieblingskleid, da passen sie vielleicht viel besser rein. Und die Figur, die Bikini-Figur, auch die ist vielleicht viel geformter und schöner. Und das ist natürlich auch ganz, ganz herrlich, denn das macht uns Freude. Wir wollen uns wohlfühlen. Das war ein ganz, ganz toller Platz. Den bestellen Sie tatsächlich mit der ZX5174, der 569 am Ende. Und ich sage Ihnen was, das macht Spaß. Und das beeindruckt nicht nur Ihre Freunde, Ihre Familie und Ihren Mann zu Hause. Sie tun sich einfach was Gutes. Und jetzt kommen wir tatsächlich zum Platz Nummer 1. Juhu! Also wir haben
Tausende von Vibrationstrainern versenden dürfen. Aber ich glaube, es ist, ich weiß, dass es einen einzigen Artikel bei uns im Hause gab und gibt, der noch häufiger bestellt wird als der Vibrationstrainer in den letzten Jahren. Ja, der Frühlingsputz steht an, Carsten, ne? Ja. Habt ihr Bock auf Fensterputzen? Nee. Jetzt mal ehrlich. Nein. Die letzten Tage hat's wieder so, also war wieder so ein typisches Aprilwetter. Ja, es schien die Sonne, dann kommt wieder ein Regenschauer runter, dann pfeift der Wind und bald stehen wir den Scheiben. Peitscht die Scheiben wieder nass und der Schmutz ist wieder drauf. Ich war links fertig, da konnte ich rechts wieder anfangen. Ja. Fürchterlich. Und natürlich kommt der Regen immer dann, wenn man gerade fertig ist mit Fensterputzen. Ja, der kommt nicht vorher und anschließend ist es 3 Wochen schön. Nein, man ist fertig mit Fensterputzen, dann kommt der Regen wieder. So, also kannst du dich quasi dranhalten. Und ich sag mal, der richtige Frühjahrsputz, der steht doch jetzt bei vielen erst an, bevor jetzt Ostern die Familie kommt. Und da muss man so viel machen. Da finde ich es ganz einfach besser. Wenn man hier eine solche Maschine nimmt, und zwar einen solchen Hobart-Fensterputzroboter, einen Oberflächenreiniger, so drücke ich das immer ganz gerne aus, setzt ihn einfach auf die Scheibe drauf, drückt ein Knöpfchen und alles andere macht die Maschine vollkommen automatisch. Herrlich. Ja. Das hätte ich vorher nie geglaubt, das ist dass das geht. Oder? Ja, Wahnsinn. Aber man macht doch in der Küche nichts anderes. Ja, wenn du gekocht hast oder was, oder hast gegessen, stellst die Teller in die Spülmaschine, machst die Klappe zu und drückst auf den Knopf. Stimmt. Mir fällt gerade ein, meine Tante, die hatte letztens eine Schulter-OP und die hat gesagt, ja, wie soll ich denn jetzt meine Fenster putzen? Und so ein Fensterputzer, der kostet natürlich unglaublich viel Geld. Und haben wir darüber nachgedacht und habe ich gesagt, du, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Und dann haben wir in der Familie hin und her gesucht, wer jetzt tatsächlich bereit sein kann, die Fenster zu putzen. Und jetzt hier und heute, oder wenn man das jetzt so sieht hier bei Pearl TV, das ist natürlich ganz, ganz prima, auch vielleicht, wenn sie gesundheitlich eingeschränkt sind, weil sie vielleicht eine Operation hatten oder auch die Gelenke wehtun oder die Arme schmerzen, ne? Dann holen sie sich doch einfach so eine Unterstützung nach Hause. Und da tun sie sich einfach was Gutes. Und wenn ihr Mann das nächste Mal sagt, naja, das bisschen Haushalt macht sich von allein, dann lächeln sie doch einfach und schmunzeln ein bisschen und sagen, ja, mittlerweile macht es sich das auch. Ne? Dann kauft mir doch so einen schönen Fensterroboter und damit tun sie sich einfach was Gutes. Ich finde das unglaublich. Da stehe ich als Mann auch fasziniert davor. Ja. Und ich muss ja meine Fenster genauso putzen wie jeder andere Mensch aus. Ja. Kommt leider keiner und sagt, ich mach mal. Ja. Und ich habe es mit einer klassischen Variante habe ich es noch nie geschafft, die Fensterstreifen frei auszureinigen. Mit so einem Fensterputzroboter kommst du überall durch. Kannst du jede Oberfläche reinigen, auch Dachschrägen wie jetzt hier zum Beispiel. Große Fensterfronten, von mir aus bodentiefe Schiebeelemente, bodentiefe Türen, Wintergartenfenster. Also da auf 3-4 Meter Höhe da rumzukraxeln und das irgendwie auf so einem schwierigen Glas möchte ich gar nicht. Habe ich noch nie versucht, möchte ich ehrlich gesagt niemals versuchen. Da setzt du einfach vorne an den Roboter drauf, drückst auf den Knopf und alles andere passiert von selber. Ja. Kann man auch mit der Fernbedienung machen, kann man auch per App machen, wenn man dazu Lust hat. Aber ganz ehrlich, ein Knöpfchen drücken reicht hier völlig aus. Das Schöne ist, wir haben hier das Parademodell aus 2021 von der Firma Hobart. Und die Firma Hobart hat vor gut 10 Jahren angefangen, ich glaube, als so kleines Start-up-Unternehmen mit 3 Mann im T-Shirt. Mittlerweile ist die Firma Hobart einer der weltweit führenden Hersteller im Bereich von Haushaltsrobotik. Dafür steht der Name Hobart. Die beschäftigen sich seit 10 Jahren, den lieben langen Tag damit, zu überlegen, wie können sie uns Menschen die lästige Hausarbeit abnehmen. Und wir reden hier nicht nur von Oberflächenreinigern, wir reden also auch von Bodensaugern, Bodenwischern und so weiter. Jetzt gucken Sie sich das mal an hier. Also die Jungs und Mädels sind in den letzten Jahren wirklich mal mit Preisen überhäuft worden. Und warum? Weil sie uns Menschen, egal welcher Couleur, egal welches Alter, egal in welchem Land wohnhaft, ganz einfach diese lästige Hausarbeit abnehmen, indem sie solche Maschinen entwickeln. Zahlt man normalerweise für so einen Fensterputzroboter im Fachhandel 600, 700, 800 Euro wie nix. Musst du dich nicht für anstrengen. Wir haben den zum absoluten Spitzenpreis. Spitzenklasse-Modell hier, weil er hier natürlich also auch diese Sprühfunktion hat. Das heißt, mit nebelfeuchter Mikrofaser, die logischerweise mit dabei ist, werden die Oberflächen, also auch die Fliesenspiegel und so weiter in Küche und Badezimmer super ausgereinigt. Ja, und wenn die so ausgereinigt sind, wenn man das ganz einfach eine Maschine machen lassen kann, kann man dann natürlich auch die angenehm gekühlte Luft des Luftkühlers genießen, der übrigens schon sehr stark nachgefragt ist in dieser Sendung. So, die Andrea hat zugegriffen. Vielen Dank für Ihren Einkauf, liebe Andrea. Und ganz viel Vergnügen. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass der Sommer etwas richtig Schönes wird. Oh, Schöner, heißer Sommer. Dann bist du froh, wenn du sowas hast. Und das nur in diesem Jahr, auch die nächsten Jahre gibt es mit Sicherheit nochmal ordentlich Hitze. Und vor allen Dingen, so macht der Frühlingsputz doch Spaß. So kann man sich auch mal nach einem harten Arbeitsalltag einfach mal bequem aufs Sofa legen, sich zurücklehnen und sagen, so, ich muss mich jetzt überhaupt nicht hier belasten mit dem Fensterputzen, denn ich mache es mir ein bisschen einfacher. Es ist heutzutage schon schwer genug, egal wohin wir schauen. Sie machen damit tatsächlich
tatsächlich alles richtig. Sie bestellen mit der NX 6057 der 569 jetzt und hier zum TV-Sonderpreis. Und es war eine wunderschöne Show. Ich hoffe, Sie hatten Spaß und Freude. Und ich freue mich, dass ja, wir die ganzen schönen Produkte und die Top 10 hier präsentieren durften. Absolut. Da waren absolute Highlights mit dabei. So ein Fensterputzroboter ist schon großartig. Ja. Da waren richtig coole Highlights dabei, auch Weiterentwicklungen aus den letzten Jahren. Und ich denke, auch für Sie war genau das Passende mit drin. Danke fürs Zuschauen, fürs Bestellen und viel Spaß im weiteren Programm.